Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie heute zu unserem ersten Webinar. Mein Name ist Elisabeth Schölei. Mein Kollege Terence Cedric Dräger und ich werden Sie in den nächsten 60 Minuten in das Regionalnachweisregister einführen. Zu Beginn erlauben Sie mir noch einige technische Hinweise. Sie können den Vollbildmodus einstellen. Ich versuche gerade den Pfeil mal so zu sehen. Okay, ich dachte, ich kann Ihnen das jetzt mit dem Pfeil zeigen. Entschuldigung, das geht gerade nicht. Also rechts oben haben Sie das Symbol für den Vollbildmodus. Links oben ist der Button mit dem Lautsprecher. Hier können Sie die Tonausgabe ein- oder ausstellen. Über das Symbol mit der winkenden Person können Sie uns Hinweise geben, zum Beispiel, dass wir lauter sprechen sollen. Sie können uns auch gerne Applaus spenden oder uns ein Lachen schenken, wenn wir uns versprechen. Während der Präsentation können Sie uns über den Chat auf der linken Seite Fragen stellen. Wir können Ihnen dann direkt antworten oder wir senden die Antwort an alle, wenn wir sie für relevant halten. Am Ende bitten wir Sie, die Umfrage zu beantworten. Wir fragen kurz ab, wie Ihnen das heutige Webinar gefallen hat, was wir verbessern können und welche weiteren Themen Sie sich noch wünschen. Wir werden Ihnen ganz kurz das UBA vorstellen. Danach erläutern wir Ihnen den Begriff der Region laut EEG. Wir definieren den Regionalstrom und erläutern den Regionalnachweis. Wir werden den Weg der Regionenbildung vom Verwendungsgebiet zur Verwendungsregion erklären. Wir gehen danach auf die technische Umsetzung des Regionenkonzepts ein. Wir zeigen Ihnen eine Live-Vorführung unseres Kartenclients und anschließend die Akteursregistrierung im Regionalnachweisregister. Abschließend zeigen wir Ihnen noch die Möglichkeit der Übernahme eines Akteurs vom Herkunftsnachweisregister in das Regionalnachweisregister. Wir stellen ganz kurz unseren Arbeitgeber vor. Das Umweltbundesamt ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Umweltministeriums. Wir beraten das BMU, informieren die Öffentlichkeit, erheben und analysieren Umweltdaten. Wir arbeiten wissenschaftlich und forschen. Wir arbeiten in internationalen Gremien und vollziehen Umweltgesetze. Seit 2014 unterstützt das UBA ebenso in Fragen der Energiewende und unterstützt das und vollzieht die Energiegesetze, zum Beispiel zu den Regional- und Herkunftsnachweisen. Im EEG ist die Region wie folgt definiert. Das Umweltbundesamt ist zuständig für die Führung des Regionalnachweisregisters. Die Region des belieferten Netzverbrauchers umfasst dabei alle Postleitzahlengebiete, die sich ganz oder teilweise im Umkreis von 50 Kilometern um das Postleitzahlengebiet befinden, in dem der Letztverbraucher den Strom verbraucht. Dabei soll das Umweltbundesamt auch auf die gesamte Gemeinde abstellen, in der der Letztverbraucher den Strom verbraucht, wenn die Gemeinde mehrere Postleitzahlengebiete umfasst. In § 42 Absatz 5 Satz 2 ENWG ist der Regionalstrom definiert. Hier heißt es sinngemäß: Versorger sind berechtigt, für den EEG-Anteil in der Stromkennzeichnung auszuweisen, in welchem Umfang dieser im regionalen Zusammenhang zum Stromverbrauch erzeugt worden ist, wenn Regionalnachweise durch das UBA entwertet wurden. Ist keine regionale Kennzeichnung möglich. Es gilt deshalb: Regionalstrom ist EEG-geförderter Strom aus der Region. Ein Regionalstromprodukt ist ein Kundenprodukt, das den Kundinnen und Kunden garantiert, dass ein gewisser Anteil der Region kommt.
Verbunden damit ist die Kundenerwartung, mein Strom wird in der Region produziert. In der Realität sieht es aktuell noch etwas anders aus. Aktuell wird häufig Strom von Elektrizitätsversorgern als Regionalstrom verkauft, wenn sie ihren Sitz in der Region haben und ihren Strom vor Ort verkaufen. Regionalstrom ist immer auch Ökostrom. Die EEG-Förderung birgt ein Problem. Der EEG-geförderte Strom aus konkreten Anlagen kann einzelnen Verbrauchern nicht als EE-Strom zugeordnet werden. Der EEG-Strom wird grundsätzlich von allen Verbrauchern finanziert und Herkunftsnachweise können wegen des Doppelvermarktungsverbots nicht ausgestellt werden. In früheren Jahren gab es einmal das Grünstromprivileg. Dies wurde im Sommer 2014 abgeschafft und es gab lange Beratungen über einen Nachfolger. Das Wirtschaftsministerium hat sich letztendlich entschlossen, die Regionalnachweise ins Rennen zu schicken. Das Umweltbundesamt war eng eingebunden in die Diskussionen. Die Hauptfunktion des Regionalnachweises ist es, die Verbindung zu schaffen zwischen der marktprämiengeförderten Anlage und dem Verbraucher. Wichtig ist, dass die Marktprämie um 0,1% pro Regionalnachweis, also pro Kilowattstunde, abgesenkt wird bei den Anlagen, bei denen per gesetzlich festgelegten anzulegenden Wert die Vergütung festgelegt wurde. Für die Entwertung ist wichtig, dass diese an die Postleitzahl der Verbrauchsstelle anknüpft. Auch Filialen von Unternehmen können Regionalstrom beziehen. Der Regionalnachweis ist kein Herkunftsnachweis. Es gibt wichtige Unterschiede. Beispielsweise wird der Herkunftsnachweis für die ungeförderte sonstige Direktvermarktung ausgestellt, während der Regionalnachweis sich auf die geförderte Direktvermarktung mit Marktprämie bezieht. Ein Herkunftsnachweis wird für eine Megawattstunde ausgestellt, der Regionalnachweis für eine Kilowattstunde. Auch die Lebensdauer ist unterschiedlich. Ein Herkunftsnachweis hat eine Lebensdauer von 12 Monaten. Der Regionalnachweis hat eine zumindest theoretische Lebensdauer von 24 Monaten. Diese wird jedoch dadurch in der Praxis beschränkt, dass die Entwertung nur in einem Zeitfenster zwischen 1. August und 15. Dezember jedes Jahres möglich ist. Der EE-Herkunftsnachweis ist europaweit handelbar, also in der EU, im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz. Die Kopplung ist nur optional. Beim Regionalnachweis ist die Übertragung nur national möglich und nur entlang der Stromhandelskette. Dies bestätigen Sie im Register über eine Bestätigung, dass ein Liefervertrag zugrunde liegt. Die Entwertung des erneuerbaren Energienherkunftsnachweises ist für jede deutsche Stromkennzeichnung möglich. Beim Regionalnachweis ist die Entwertung nur innerhalb der Region des Letztverbrauchers möglich. Der Herkunftsnachweis gibt Auskunft, dass die Stromproduktion aus einer erneuerbaren Energieanlage erfolgt ist. Der Regionalnachweis hingegen gibt Auskunft über die Regionalität der Erzeugungsanlage. Es gibt auch Gemeinsamkeiten zwischen Herkunftsnachweisregister und Regionalnachweisregister. Beides sind internetbasierte Register, die fast rein elektronisch funktionieren. Das RNR funktioniert sehr ähnlich dem HKNR. Alle Prozesse werden schnell abgewickelt. Die Systeme sind grundsätzlich 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche erreichbar. Wir haben eine hohe Datensicherheit durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung und die bewährte Infrastruktur des HKNR. Die Verordnung, die beiden Registern zugrunde liegt, wurde novelliert. Die aktuelle HKRNDV wurde bekannt gegeben am 20. November dieses Jahres und trat am Tag darauf in Kraft. Die Software ist nun fertig entwickelt und steht kurz vor der Inbetriebnahme. Wir planen bereits einen Start zum 17.12. dieses Jahres. Definitiv wird das Regionalnachweisregister zum 1. Januar 2019 starten.
Wie funktioniert das Regionenkonzept nun ganz praktisch? Ausgangspunkt der Regionen sind die Gemeinden und die Postleitzahlgebiete. Gemeinden werden hierbei verstanden im Sinne des Artikels 28 Absatz 2 Grundgesetz. Die Situation bei den Stadtstaaten ist eine besondere. Berlin und Hamburg werden jeweils als eine betrachtet, zwei Gemeinden aus Bremen und Bremerhaven. Insgesamt 11.216 Gemeinden, 215 gemeindefreie Grundstücke. Zum Beispiel Truppenübungsplätze und Staatsforsten gehören dazu. Diese betrachten wir dann als Postleitzahlgebiete im Regionenkonzept. Warum spielen die Postleitzahlen eine große Rolle? Die Postleitzahlen sind eine Ziffernkombination mit quasi offiziellem Charakter, da sich auch konkurrierende Postunternehmen der Postleitzahlen bedienen. Wir nutzen dabei nur die Flächenpostleitzahlen, nicht die Postleitzahlen für Postfächer oder Großempfänger. Ganz Deutschland ist mit Postleitzahlen erfasst. Es gibt im Grunde keine postleitzahlenfreien Grundstücke, mit Ausnahme von ganz wenigen unbewohnten Inseln. Ein kleines Problem gibt es bei Gebieten mit deutscher Postleitzahl im Ausland. Dorthin ist keine Regionalstromlieferung möglich. Zum Beispiel gibt es das Kleinwalsertal in Österreich, das nur über eine Passstraße von deutscher Seite erreichbar ist. Deswegen gibt es dort auch deutsche Postleitzahlen. Aber die Kunden dort können eben nicht mit Regionalstrom beliefert werden. Wir brauchen aber grundsätzlich die deutsche Postleitzahl im Ausland, weil sich auch österreichische Anlagen registrieren können, sobald eine Kooperationsvereinbarung mit Deutschland geschlossen ist. Insgesamt haben wir 8.201 Postleitzahlgebiete. Diese Gemeinden und die Postleitzahlgebiete, die sind wichtig als Verwendungsgebiete. Verwendungsgebiet nach HKRNDV ist das Postleitzahlengebiet oder das Gemeindegebiet, wenn dieses mehrere Postleitzahlengebiete umfasst am Ort der Verbrauchs. Nun von Gemeinden von Postleitzahlengebieten. Postleitzahlgebiete sind nicht deckungsgleich. Nur im Idealfall ist die Gemeindegrenze genauso groß wie die Grenze des Postleitzahlgebiets. Dann gehen wir vom Postleitzahlgebiet aus. Eine große Gemeinde mit mehreren kleinen Postleitzahlengebieten, dann ist das Verwendungsgebiet die Gemeinde. Haben wir ein Postleitzahlgebiet mit mehreren Postleitzahlengebieten, ist das Verwendungsgebiet jeweils das Postleitzahlgebiet. Und haben wir ein Gebiet, das sich aus mehreren kleinen Gemeinden zusammensetzt und einer Großstadt mehrere Postleitzahlgebiete besitzt, dann ist es zu unterscheiden. Für die kleinen Gemeinden ist das Verwendungsgebiet das Postleitzahlgebiet und für die Großstadt das Gemeindegebiet. Wie bestimmt sich jetzt die Region? In der Summe gehen wir also von in 485 Fällen vom Gemeindegebiet aus, in 6093 Fällen vom Postleitzahlgebiet. Geben sich also maximal 6500 Regionen für die Regionalstromprodukte. Sie finden noch die Definition der Verwendungsregion gemäß HKRNDV. Die Verwendungsregion ist das Verwendungsgebiet sowie alle Postleitzahlengebiete, die sich ganz oder teilweise im Umkreis von 50 Kilometern um das Verwendungsgebiet befinden. So geht das also in der Praxis. Wie wird der 50 Kilometer Radius gebildet? Wir gehen also von der Gemeindegrenze oder der Postleitzahlengrenze aus. Die 50 Kilometer sind von jedem Außenpunkt anzulegen. Alle Anlagen, die sich dann innerhalb befinden, können Endkunden im Verwendungsgebiet 06844 Dessau-Roßlau mit Regionalstrom beliefern. Anlagen außerhalb können das Verwendungsgebiet nicht mit Regionalstrom beliefern. Angeschnittene Postleitzahlen werden integriert. Wenn also Postleitzahlgebiete durch das Ziehen des Radiuses geteilt werden, dann werden sie vollständig mit einbezogen. Das ist bereits im EEG geregelt. Und die Region des 50 Kilometer Radius wird damit um die geschnittenen Postleitzahlgebiete erweitert. Hier haben Sie einmal abgebildet die Region Dessau-Roßlau.
Im Zentrum rot umrandet sehen Sie die Gemeindegrenze und hellblau unterlegt ist die zugehörige Verwendungsregion. Am rechten oberen Rand sehen Sie eine kleine Lücke, die ergibt sich daraus, dass das eine Postleitzahlgebiet angeschnitten wird und damit noch integriert ist und das kleine nicht angeschnitten ist und damit nicht zur Region gehört. Nun ist es so, dass Gemeinden oder auch Postleitzahlgebiete geteilt sein können, aus mehreren Teilflächen bestehen. Was ist nun der Ausgangspunkt des Radiuses? Wir haben die Entscheidung getroffen, alle Exklaven werden mit einbezogen. Am Beispiel Dessau-Roßlau gibt es das Postleitzahlgebiet 06862, das besteht aus zwei Teilflächen. Die Grenze wird nun von jedem Außenpunkt angelegt und von da aus die Region berechnet. Für die Registersoftware und auch für die grafische Darstellung im Kartenclient haben wir Tabellen entwickelt. Sie sehen einmal die Gemeinden und die zugehörigen Postleitzahlen. Beispielsweise besteht die Stadt Flensburg aus 5 verschiedenen Postleitzahlgebieten. In dieser Spalte sehen Sie die Gemeinden und in dieser Spalte die zugehörigen Postleitzahlen, jeweils in einer Zeile. Hier sehen Sie die Zuordnungstabelle für das Regionenkonzept nach § 5 HKRNDV. In dieser Spalte sehen Sie die Postleitzahl der potenziellen Anlage. Also die Postleitzahl, wo entwertet werden kann. Und in dieser Spalte, Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen. Also entwertet wird natürlich für den Kunden. Also in dieser Spalte die Postleitzahl der Regionalnachweisentwertung im Verwendungsgebiet und in dieser Spalte die potenzielle Anlagenpostleitzahl, dort wo der Regionalstrom produziert werden kann. Noch eine kurze Erläuterung zu der Zuordnungstabelle. Diese haben wir bereits veröffentlicht unter dem angegebenen Link. Die erste Stelle ID V50 steht für die Verwendungsgebiete. Hier sind also die Postleitzahlengebiete und die Gemeinden des Stromverbrauchs verschlüsselt. Die Spalte Basis gibt Auskunft darüber, ob wir beim Ausgangspunkt von der Grenze des Postleitzahlengebietes oder der Gemeinde ausgehen. Die Spalte Postleitzahl Entwertung gibt die Postleitzahl des Verwendungsgebietes an und in der Spalte Postleitzahl Produktion finden Sie die zugeordneten Postleitzahlengebiete der Verwendungsregion. Die Spalte Jahr gibt Ihnen Auskunft über die Gültigkeit der Zuordnungstabelle. Also wenn dort beispielsweise 2019 steht, ist das die gültige Tabelle für den 01.01.2019 bis zum 31.12.2019. Die Spalte Postleitzahlanzahl zeigt die Anzahl der Postleitzahlgebiete an zur jeweiligen Verwendungsregion. Die Spalte Postleitzahl in GEM zeigt die Anzahl der Postleitzahlgebiete in der Gemeinde an. Und die Spalte Gemeinde in PLZ, GEM in PLZ, die Anzahl der Gemeinden im Postleitzahlgebiet. In der Spalte erstellt können Sie das Datum erkennen, wann der Datensatz erstellt wurde. Weitere Informationen zum Regionalnachweisregister werden wir in Kürze auf der Internetseite des Umweltbundesamtes am angegebenen Link veröffentlichen. So, zur jährlichen Aktualisierung der Zuordnungstabellen. Es ist nun so, dass sich Gemeindegebiete und Postleitzahlgebiete in unregelmäßigen Abständen ändern können. Dies wirkt sich dann auf die Größe der Region aus. Wir haben den Beschluss getroffen, wir ändern die Gemeindegebiete und Postleitzahlgebiete nur einmal im Jahr. Dabei kommt es zu einem zeitlichen Verzug.
Ändern sich beispielsweise Gemeindegrenzen oder Postleitzahlgebiete im Laufe des Jahres 2019, kommen die Aktualisierungen erst zum 01.01.2021 ins RNR und in den Karten-Client. Postleitzahländerungen zur Anlage sind dann nur durch die Registerverwaltung möglich. In den Anlagenstammdaten werden die Postleitzahlen historisiert für 3 Jahre abgelegt. Und auch die Zuordnungstabellen werden wir historisiert veröffentlicht lassen. Also im Jahr 2021 werden wir die Zuordnungstabellen von 2019, 20 und 21 veröffentlichen. Damit kommen wir zum Kartenclient. Ich übergebe an meinen Kollegen Terenz Vertrickträger. Ja, hallo, auch ich begrüße Sie recht herzlich heute zu unserem ersten Webinar. Wir schalten mal ganz kurz auf den Kartenclient um. So, da sind wir. Ja, was sehen wir hier? Wir haben hier den Kartenclient. Entschuldigung, kurz einen Moment. Wir müssen nur noch kurz den Bildschirm freigeben. Jetzt sind wir da. Ja, so sieht der Kartenclient aus. Viele von Ihnen haben ihn sicherlich schon bei unserer Fachtagung oder bei einem unserer anderen Vorträge gesehen. Wir haben jetzt erstmal auch keine weiteren Folien mehr für Sie, sondern ich steige jetzt hier in die Live-Anwendung ein. Der Kartenclient wird Ihnen zur Verfügung stehen und ich zeige Ihnen dann jetzt im Laufe der nächsten Minuten die Funktionen, die Sie haben. Erstmal grundsätzlich, was wir hier sehen, das ist Deutschland mit den ganzen Postleitzahlengebieten, die wir haben. Und man sieht natürlich schon, beispielsweise hier auf der rechten Seite, Berlin hat natürlich viele kleinere Postleitzahlengebiete, ist also auch von daher natürlich ganz gut zu erkennen. Und als nächstes komme ich jetzt mal dazu, uns eine Region anzeigen zu lassen. Ich gebe jetzt mal die Postleitzahl von Dessau ein, 06844 Dessau-Roßlau. Entschuldigung. So, das ist halt die Region von Dessau-Roßlau. Wir haben sie gerade auch schon kurz gesehen in der Präsentation von der Frau Schillei. Hier an der oberen rechten Ecke im Osten sehen wir, dass dieses eine Postleitzahlengebiet nicht mit zu der Region gehört, weil das nicht farblich auch erfasst ist. Das hängt, wie Frau Schillei es schon erklärt hatte, daran, dass eben das Postleitzahlengebiet 14947 geschnitten wird. Es wird dann eben entsprechend der Regelung komplett dazugezählt, aber natürlich die 14943 nicht, da dieses nicht geschnitten wird. So, zu diesem Datenkasten komme ich gleich nochmal zurück, den sehen wir uns dann nochmal genauer an. Was kann ich Ihnen noch zeigen? Wir haben beim Karteninhalt verschiedene Inhalte, die wir an- und ausschalten können. Ich schalte jetzt einfach mal ein paar Anlagen dazu. Das sind Anlagen, die müssten jetzt gleich auftauchen. Hier, Moment. Dauert kurz einen kleinen Moment, bis er sie geladen hat. Das sind die Anlagen, die, wir haben hier mal einen Datensatz von der Bundesnetzagentur aus dem Anlagenregister bekommen. Der ist jetzt nicht vollständig, sondern das ist ein Beispieldatensatz. Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz schauen, warum die Anlagen hier nicht angeschaltet werden. Moment. Angeschaltet habe ich es. Ja, okay. Ja, aus irgendwelchen Gründen gehen die jetzt nicht an. Sie müssen sich jetzt so vorstellen, es wären dann im Prinzip einfach Punkte auf der Karte. Manche von Ihnen haben es auch schon mal gesehen. Und zwar beispielsweise für Wasserkraft wäre jetzt ein blauer Punkt auf der Karte eben für, dort steht ein Wasserkraftwerk. Oder auch Windkraft ist, glaube ich, hellblau. Photovoltaik wäre gelb markiert und Geothermie ist rot. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm, dass wir es jetzt erstmal nicht sehen, aber so können Sie das sich halt vorstellen. Sie hätten dann eine Karte mit der Region und würden dann eben sehen, okay, welche Anlagen stehen denn hier drin. Die Anlagen kommen in das Register, in dem Sie bei Ihrer Registrierung, auf die wir nachher gleich noch zurückkommen, bei der Anlagenregistrierung im Prinzip
angeben, ja, ich möchte, dass meine Anlagendaten in dem Kartenclient veröffentlicht werden und dann würden die hier reinkommen und man könnte sie auch sehen. So, welche weiteren Funktionen haben wir noch? Man kann auch zur besseren Übersicht, je nachdem, wie das persönlich für Sie ist, wir sind jetzt in der administrativen Ansicht. Man erkennt natürlich hier außer die Postleitzahlengebiete nicht so viel. Es ist aber zum Beispiel auch möglich, wenn man sich topografisch besser orientieren kann, auf ein Luftbild umzuschalten. Das würde dann so aussehen. Weiterhin ist es auch möglich, die OpenStreetMap anzuschalten. Da sehen wir dann natürlich die Stadtnamen und auch Straßennamen, wenn wir reinzoomen. Das ist vielleicht die beste Ansicht mit, um sich gut zu orientieren. Bundesstraßen, also hier besteht dann auch die Möglichkeit, sich diese Karte anzeigen zu lassen. So, Frau Schiller hatte auch angesprochen, die Exklaven von Gemeinden. Ich gehe jetzt mal hier oben wieder in das Postleitzahlengebiet Suchenfeld und gebe hier mal das Beispiel Hamburg ein. Hamburg ist eben einer unserer Vorzeigekandidaten für eine besonders große Region. Hamburg hat aus historischen Gründen eben zwei Inseln, das sind Neuberg und Scharhörn, die in der Nordsee liegen, aber trotzdem mit zum Stadtgebiet der Stadt Hamburg dazu zählen. Da wir nun von allen Teilen einer Gemeinde oder auch von allen Exklaven einer Gemeinde ausgehen, darum wird der Buffer geschlagen, führt das natürlich dazu, dass die Region Hamburg sehr groß ist. Sie müssen sich vorstellen, es wird einmal der Radius, eben die 50 Kilometer, um Hamburg drumherum geschlagen. Das sehen wir hier. Und natürlich auch nochmal von den zwei Inseln, die in der Nordsee liegen, von hier aus wird auch nochmal eben der Radius drumherum geschlagen, die 50 Kilometer. Und das führt dann eben dazu, dass halt Hamburg eine sehr große Region ist und natürlich in einer größeren Region die Regionalstrom hier liefern können. So. Dann komme ich jetzt zum nächsten Mark. Dafür gehe ich noch mal ganz kurz in unsere Option. Yes. So. Hier weiter oben die dänischen Postleitzahlen. Dänemark hat eben für sich entschieden, dass die dänischen Postleitzahlengebiete mehr hinausgehen. Also sie enden nicht dort, wo das Land endet. Das führt dann natürlich dazu, dass das hier ja teilweise sehr weit bis aufs Meer hinausgeht. Und ist aber auch mal ganz interessant zu sehen in der Arbeit, wie sich das eben von Land zu Land. Jetzt muss ich noch ganz kurz die Anlagen von Dänemark einschalten. Es gibt hier ein paar Anlagen. Ich schaue jetzt mit den Anlagen aus Dänemark. Anlagen geht es leider. Dann drei dänische Anlagen, die liegen in Deutschland. Und für die ist es auch möglich, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie jetzt hier oben in dem Postleitzahlengebiet 25923 wohnen, die Anlage ist hier in der Nähe, ich kann es jetzt leider noch nicht genau anzeigen, wo sie steht, da wir den Punkt gerade nicht sehen. Und es wäre aber auch möglich, der eben im Postleitzahlengebiet 25923 wohnt, also Regionalstrom aus der Anlage zu beziehen, die in Dänemark die steht hier in der Nähe. Das ist eine, die hier in der Nähe steht. Ich kann gerade leider nicht den Punkt anzeigen. Aber hier wäre es möglich, Regionalstrom zu beziehen. Und das sind die Anlagen, die bei der gemeinsamen Ausschreibung Ende 2016 den Zugschlag gewonnen haben. Und hier besteht auch eine Kooperationsvereinbarung zwischen Deutschland und Dänemark. Deswegen ist es möglich, dass man hier auch Regionalstrom her beziehen kann. So, dann gehen wir nochmal zu. Und ich komme nochmal auf den Datenkasten zu sprechen, den ich vorhin
kurz weggeklickt hatte. Frau Schiller, am Ende Ihrer Präsentation die Tabelle, die wir hier haben, und auf die kommen Sie auch durch den Karton, die Liste mit allen Postleitzahlen, die sind, da klicken wir gleich drauf. Aber zuerst, wie setzt sich das hier auch zusammen? Wir sind jetzt bei Dessau-Roßlau und eine Gemeinde, deswegen steht beim Basistyp die Gemeinde. Der Gemeindeschlüssel ist 1500-1000 bei Dessau und die Post in dieser Gemeinde gibt es 7 Stück, also Dessau-Roßlau hat 7 Postleitzahlengebiete und in diesen 7 Postleitzahlengebieten, die Dessau-Roßlau ist. Ich hier mal ganz kurz den Link. Sie sehen hier natürlich jetzt eine sehr kryptische Übersicht, aber ich erkläre Ihnen das ganz kurz, was wir hier haben. Frau Schiller hatte auch schon gesagt. Wir gehen noch mal ganz kurz rein. Und zwar, wir sehen ja hier vor 500-1000. Sich jetzt vorstellen, wenn Sie jetzt im Kartenclient sind, wir haben den Ausgangspunkt Dessau-Roßlau. Das ist die Gemeinde Dessau-Roßlau, 1500-1000, warum der 50 Kilometer Buffer gezogen wird, V50. Das bedeutet diese Anzeige. So, und dann sehen wir hier weiter unten im Prinzip die 195 Postleitzahlengebiete, die hier in diesem Verwendungsgebiet liegen. Wie sieht das denn aus? Das ist im Prinzip eine einfache Liste. Und es ist auch möglich, dass wir uns das nochmal anders anzeigen. Ich tippe jetzt mal ganz kurz hier oben in unserer Browserzeile HTML ein. Was wir jetzt hier sehen, ist die Abfrageseite für eben die Suche von Dessau-Roßlau. Wir sehen natürlich hier oben wieder 1500-1000 Dessau-Roßlau plus die 50 Kilometer. Und die geschnittenen Postleitzahlengebiete werden dazu ergänzt. So ist halt eine Abfrage in dem Kartenclient und wir würden hier unten die gleiche sehen wie gerade auf der Seite zuvor, nur eben in einer anderen Ansicht. So viel erstmal zum Kartenclient. Also es ist möglich, sich anzuzeigen. Sie können sich viele Filter einstellen. Das mit den Anlagen, das blenden wir dann noch wieder ein. Das müssen wir dann noch mal kurz gucken, warum das jetzt gerade nicht ging. Und der Kartenclient wird für Sie alle in Kürze zur Verfügung stehen und Sie können dann hier reingehen in den Kartenclient und dann eben gucken, welche Regionen gibt es eben, die für Sie interessant sind, wo Sie betroffen sind, wo Sie eben Regionalnachweise haben und dann Strom liefern können. So, dann springen wir jetzt zurück in die Präsentation. Und jetzt kommen wir zum ja, wahrscheinlich interessantesten oder wichtigsten für Sie, und zwar die Akteursregistrierung im Regionalmarkt. So, wir sind jetzt in der Präsentation drin. Ich schalte mal wieder den Pfeil an. Es ist ähnlich, wie Ihnen vielleicht auch schon durch das Herkunftsnachweisregister bekannt ist. Sie kommen über die gleiche Seite www.hknr.de zu der Registrierung. Im Moment ist die Registrierung noch ausgeschaltet, weshalb hier auch ja, die Fläche weiß ist. Sie registrieren sich dann über Daten, die dann bei Registrierung folgen. Gehen wir mal auf die nächste Seite. Sie kommen dann auf diese Maske und wählen dann aus, wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben im Herkunftsnachweis, dann wählen Sie aus, für was Sie sich für das Herkunftsnachweisregister mitmachen oder eben zum Beispiel nur für das neue Regionalnachweisregister. Danach kommt auch wieder die Firmenart, juristische Person oder natürliche Person. Es ist auch im Regionalnachweisregister wieder möglich, Rollenkombinationen zu haben. Also Sie können beispielsweise hier angegeben gleichzeitig Anlagenbetreiber, Händler oder auch Elektrizitätsversorger sein. Umweltgutachter ist nicht möglich, also diese Rolle gibt es hier nicht. Sie sehen sie zwar hier gerade auch, aber wenn Sie auf Speichern klicken würden mit der Rolle Umweltgutachter, dann kommt eine Fehlermeldung, dass das nicht geht. Aber wir haben es hier nicht ausgeblendet,
Herkunftsnachweisregister ja auch möglich wäre, diese Rolle zu beziehen. Auf der nächsten Folie kommen wir dann wieder ganz normal, wie in Herkunftsnachweisregister bekannt ist, zu den Unternehmensdaten, den Stammdaten. Hier kommt dann der Firmenname, danach eben die Standortdaten, Hausnummer, Straße, Postleitzahl, Ort und so weiter. Und jetzt neu im Regionalnachweisregister ist die Marke. Die haben wir schon als Pflichtfeld hinterlegt für den Anlagenbetreiber und auch den Elektrizitätsversorger. Nun ist aber, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, das Marktstammdatenregister noch nicht gestartet und wir werden dieses Pflichtfeld nochmal rausnehmen, weil Sie ja noch keine können. Es wäre ja dann nicht möglich, sich anzumelden. Deswegen nehmen wir das Pflichtfeld nochmal. Dann ist das Master gibt, es da ist und auch die Masternummern verteilt werden für Sie. Dann müssen Sie diese dann auch eben mit bei uns eingeben. Dann geht es weiter auf die nächste Seite zu den weiteren Standards. Können Sie natürlich dann auch eine Telefonnummer vom Unternehmen eingeben. Die Mobilfunknummer ist ja kein Pflichtfeld, die ist erst bei Ihnen, kommen wir gleich zu, beim Hauptnutzer ein Pflichtfeld. Dann natürlich benötigen wir eine E-Mail-Adresse. Dann haben wir jetzt hier noch weitere Daten, die können hier noch Ihre Homepage eben angeben. Was gibt es hier noch? Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zum Beispiel, die Market Partner Number, Deutsch Markt Partner-Nummer, die ist Ihnen sicherlich auch bekannt. Und dann gibt es auch noch eine Betriebsnummer von der Bundesnetzagentur. Wenn Sie da eine haben, die können Sie auch eingeben, ist aber kein Pflichtfeld. Und zusätzliche Informationen, wenn Sie die uns noch mitteilen möchten, was interessant ist, was vielleicht wir wissen müssen. Dann auf der nächsten Seite kommen wir dann zu Ihren persönlichen Nutzerdaten, also nicht mehr die Firmendaten, auch vielleicht aus bekannt. Ja, Ihr Vorname steht dann drin, der Nachname, dann natürlich Ihre Standortdaten, wo Sie sitzen, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. Natürlich hier wieder zu der Telefonnummer und Mobilfunknummer. Und hier ist die Mobilfunknummer, wie gesagt, schon dann das Pflichtfeld. Bitte achten Sie darauf, Ihre Mobilfunknummer nicht mit 0176 zum Beispiel einzugeben, sondern plus 49, weil es sonst nicht möglich ist, die TAN zu empfangen. Das geht nur über das korrekte Format plus 49, nicht mit der 0. Dann folgt die E-Mail-Adresse und natürlich dann auch Ihr Passwort. Sie klicken dann auf Speichern. Dann kommt diese Maske. Hier sehen Sie dann nochmal alle Daten auf einen Blick, ob alles stimmt. Die Unternehmensdaten, die Masternummer, wenn Sie dann eine haben, die weiteren Stammdaten und natürlich dann auch zuletzt die Nutzerdaten. Und wir hatten am Anfang Regionalnachweisregister den Haken gesetzt, weshalb wir uns auch nur in dem Fall für das Regionalnachweisregister registrieren. Wenn alles stimmt, wenn die Daten korrekt sind, das Capture ein und drücken dann auf Absenden. So, was passiert jetzt weiter? Wenn Sie auf Absenden drücken, bekommen Sie eine E-Mail und dort drin befindet sich das Postident-Formular und auch dann Ihr Benutzername. Das waren die zwei Buchstaben und dann noch fünf Zahlen, mit denen Sie sich dann die Sie für das Herkunftsnachweisregister im Prinzip auch schon hatten, wenn Sie am Anfang bei der Registrierung zwei Buchstaben und die fünf Zahlen, und genauso ist es dann auch wieder beim Regionalnachweisregister. Die werden auch in der E-Mail enthalten. Für Sie ist es jetzt wichtig, um Ihre Registrierung so schnell wie möglich durchzubekommen, dass Sie uns das Postident-Formular dieses aus und senden Sie das per Post zu uns. Und wir werden dann aktiv mit Ihrer Freischaltung, wenn eben das Postident-Formular bei uns angekommen ist. Wir prüfen dann, gucken, ob alle weiteren Dokumente da sind. Das kann beispielsweise eine Bevollmächtigung sein oder auch ein Handelsregisterauszug. Wenn dann eben alles vorhanden ist, dann
klicken die auf Freischalten und dann bekommen Sie noch eine E-Mail-Adresse, wo dann Ihr Konto Eröffnungsbescheid, also noch eine E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse, wo dann der Kontoeröffnungsbescheid drin ist und die Nachricht eben, Ihr Konto wurde eröffnet. Sie können jetzt alle Tätigkeiten im Regionalnachweisregister dann wahrnehmen, die Sie möchten, entsprechend Ihrer Rollen. So, das war es erstmal zu der normalen Akteursregistrierung. Jetzt ist es ja auch möglich, dass Sie schon im Herkunftsnachweisregister mitmachen. Für den Fall müssen Sie nicht nochmal eine komplette Registrierung durchlaufen und auch das Postident-Formular. Wir haben hier eine Funktion eingeführt, und zwar, sie nennt sich die Akteursdatenübernahme vom Herkunftsnachweisregister in das Regionalnachweisregister. Wir sind hier Akteur eingeloggt. Wir haben jetzt uns Webinar Elektrizitätsversorger genannt und Sie kommen auf diese Seite, indem Sie ganz normal über eigene Daten auf Register Teilnehmer bearbeiten klicken. Natürlich ganz normal unsere Firmendaten und jetzt kommen wir hier unten zu dem Punkt Regional Nachweisregister und dann ist hier wieder so ein Kästchen, wo man ein. Wir sehen, wir sind in dem Herkunftsnachweisregister, sind wir schon registriert und möchten uns jetzt auch für das Regionalnachweisregister registrieren. Dafür setzt man dann hier den Haken in dieses Kästchen. Das Ganze sieht dann so aus. Dann schalte ich gleich mal weiter auf die nächste Seite und drückt dann auf Speichern. Wenn man das gemacht hat, dann sieht man, wenn man sich dann danach wieder seine Registerteilnehmerdaten anguckt, man ist registriert im Herkunftsnachweisregister und Regionalnachweisregister. Das ist halt die Möglichkeit, wie Sie sich auch für das Regionalnachweisregister registrieren können, das Nachweisregister mitmachen und die Daten im Prinzip eigentlich nur rüberkommen. So, dann komme ich auf die nächste Seite. Ja, schon fast am Ende. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und möchten dann noch darauf hinweisen, unser hat dann weitere Informationen zum Anlageanlegen und auch Anlage übernehmen. Und wenn Sie gerne möchten, können Sie auch auf unsere Umfrage antworten. Eine häufig gestellte Frage war, wie die Anlagen überhaupt jetzt in den Kartenclient reinkommen. Das ist ganz einfach. Also die Anlagen werden ja im Regionalnachweisregister registriert. Und dort können Sie über eine einfache Checkbox bei der Registrierung angeben, ob die Anlage im Kartenclient erscheinen soll oder nicht. Also der Anlagenbetreiber selber oder sein Dienstleister entscheidet darüber, welche Anlage in den Kartenclient kommt. Auf den Kartenclient, die Frage war, wer hat Zugriff auf den Kartenclient? Endkunden, Mandanten. Also unser Plan ist, den Kartenclient für alle Interessierten zu öffnen. Wir werden den Link auch in Kürze bekannt geben und dann kann Endkunde, jede Endkundin und jeder Elektrizitätsversorger danach suchen. Vorwärtssuche, wie kommt man zur Anlage? Gut, für die EVUs ist ja vor allem interessant die Rückwärtssuche. Wie komme ich von der Anlage zu den potenziell belieferbaren Verbrauchern? Das geht dann über den angezeigten Link, wie Herr Dräger das dargestellt hat.
Wir schalten jetzt noch einmal die Fragen frei. Das wurde gewünscht, dass jetzt noch die Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen. Wir werden dann ganz am Ende die Umfrage nochmal für Sie bereitstellen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für Ihre rege Teilnahme, auch an der Umfrage. Das war für uns jetzt wirklich sehr hilfreich. So, meine Kolleginnen und Kollegen sind noch eifrig dabei zu beantworten. Ein paar werde ich mal herausgreifen und noch mündlich beantworten für diejenigen, die jetzt noch zugeschaltet sind. War zum Beispiel, sind mit der Registrierung Kosten verbunden? Ja, es gibt auch Gebühren, wie beim Herkunftsnachweisregister. Beide Gebührenverzeichnisse, die zum HKNR und die zum RNR, finden Sie in der Gebührenverordnung, kurz HKRN. Diese ist veröffentlicht. Sie finden das im Internet unter www.gesetze-im-internet.de. Ein Teilnehmer fragte, woher man die Masternummer bekommt. Die Masternummer erhält das Datenregister der Bundesnetzagentur. Nach unseren Informationen zum 31. Januar 2019 starten. Ein Teilnehmer gab uns den Hinweis, bei der Telefonnummer den Hinweis mit aufzunehmen, dass es keine Fehler geben kann bei dem korrekten Format der Mobilfunknummer. Wir danken für diesen Hinweis und werden das an unseren Kollegen weitergeben.
Ein Teilnehmer fragte, wie es passieren kann, dass eine Enklave innerhalb der Verwendungsregion liegt, aber das Postleitzahlgebiet selbst nicht geschnitten wird. Ein Postleitzahlgebiet angeschnitten wird, das gerade so vielleicht 1 Kilometer Entfernung liegt, das ist noch mit drinne, aber das, was davon eingeschlossen ist und ungefähr in 51 Kilometer Entfernung liegt, das ist dann eben nicht in der Region drin. Das ist die Enklave. Ein Teilnehmer fragte, wer Zugriff auf den Kartenclient hat. Das beantwortet also alle Interessierten, werden demnächst auf den Kartenclient zugreifen. Im Moment liegt er nur als Testversion vor. Sie haben gesehen, noch mit kleinen Schwierigkeiten in der Darstellung der Anlagen. Aber in Kürze wird das dann für alle öffentlich einwandfrei laufen. Ein Teilnehmer fragte konkret nach der Rückwärtssuche. Ganz so komfortabel wie die Vorwärtssuche werden wir das in naher Zukunft nicht abbilden können. Gezeigten Link kann man dann entsprechend auch von der Anlage zu potenziell belieferbaren Verbrauchern suchen. Wie könnt ihr dort die letzten Fragen beantworten? Ein Teilnehmer, der nur so viele Anlagen registrieren muss, um den eigenen Absatz zu decken? Im Grunde ja. Sie müssen in dem Umfang, wie sie Regionalstrom ausbauen, die Regionalnachweise entwerten. Also entsprechend Anlagen registrieren oder Verträge schließen mit entsprechenden Anlagen und dann in dem Umfang, in dem sie Regionalstrom ausweisen möchten, Nachweise entwerten. Ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin fragt, Informationen veröffentlicht werden. Ja, wir werden dieses Webinar im Internet veröffentlichen und es wird ein weiteres Webinar geben am 8. Januar. Dort werden wir allerdings nicht dasselbe Programm bringen, sondern speziell nochmal auf die Fragen zur Anlagenregistrierung, Anlagen und auch dem komfortablen CSV-Upload für Anlagen darstellen. Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass es schwierig ist, die CSV-Datei im Excel-Format zu öffnen. Ja, in Excel wird die Liste nicht vollständig angezeigt, weil es über 1 Million Einträge gibt. Ja, dann müssen Sie schauen, ob Sie entweder noch ein anderes Tabellenprogramm haben oder auch sich selbst eine Datenbank darauf ausbauen, komplett sehen können. Eine Person möchte gerne nochmal der Rückwärtssuche gemeint ist. Dazu werden wir nochmal kurz den Kartenclient öffnen und Ihnen das zeigen. So, hier haben Sie also Dessau-Roßlau.
einfach mal willkürlich. Natürlich jetzt rausgegriffen, 068 Oslo. Und hier in diesem sich öffnenden Fenster, also den einen Link, das ist die sogenannte Vorwärtssuche, Liste des Verwendungsgebietes. Die Liste aller Verwendungsgebiete zu dieser Postleitzahl, das ist im Grunde die Rückwärtssuche. Wenn Sie das anklicken, dann bekommen Sie angezeigt, natürlich jetzt wieder der Vorführeffekt und hat hier gerade nicht geklappt. Wie gesagt, es ist noch eine Testversion, aber theoretisch würden Sie dort angezeigt bekommen, ausgehend von der Anlage, welche Verbraucher Sie beliefern. Die weiteren Fragen, die Sie jetzt noch schicken, die beantworten wir dann noch schriftlich. Und falls Sie noch andere Fragen oder weitere Fragen noch einfallen nach dem Webinar, können Sie uns die auch gerne an hknr@uber.de senden oder auch gegebenenfalls bei uns anrufen. Wir springen nochmal ganz kurz von den Fragen auf die Frage und schließen dann somit jetzt. Wenn Sie möchten, noch auf die Umfrage antworten und dann kommen wir ja auch so langsam zum Ende unseres heutigen Vortrags. Danke nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und ja, dann verabschieden wir uns beide.